Lehre, heute mal wieder ein Video, Hallo, von meinem Touchscreen. Touchscreen, warum Touchscreen? Ich habe hier was gelesen auf ubuntuusers.de. Ja, Nautilus ist ja nicht mehr so ganz beliebt, der Dateimanager, der standardmäßig bei Ubuntu dabei ist, weil er so ein bisschen abgespeckt ist und wie auch immer. Und habe ich gelesen, soll ab Ubuntu 14.10 soll ein Ubuntu-eigener Dateimanager kommen. Und dann habe ich mal weitergeguckt, kann man das nicht jetzt schon hier. Ne? Ich bin auf 14.04, frühe Alpha-Version, und habe mal geguckt, wie kommt man da ran. Und dann war ich mal so da, Ubuntu-File-Manager. Das steckt so ja in den Ubuntu-Touch-Geschichten drin. Ne? Ich habe so ein Touchscreen-Display und da ist eine Anleitung, wie man es so installiert und was man alles braucht. Und Kram, nicht? Und wie man die entsprechenden PPAs zu seinem Betriebssystem hinzufügt. Ne? Kann man hier sich aussuchen, seine Version. Und dann habe ich da mal kurz geguckt. Ne? Das ist dann dieses da. Ne? Wenn man das alles so gemacht hat, ich habe noch eine README-Datei, wo das alles mal zusammengestellt ist, hänge ich vielleicht noch an. Gut, sieht dann so aus. Muss man starten über QML-Szene und dann hatte ich noch Probleme mit der installierten Qt-Version, was auch immer das ist. Ne? Also Qt-Chooser brauchte ich, damit ich von Qt4 zu Qt5 kann. Also ist da interessant. Ne? Hier mal kurz zusammengefasst, was ich alles so gemacht habe. Ubuntu Touch, Core Apps, Drivers musste ich hinzufügen. Habe ich gemacht mit Synaptic, mit der Paketverwaltung. Und die entsprechenden PPAs hinzu und dann noch ein Update gemacht. QML-Szene, damit ich das überhaupt starten konnte. Qt-Chooser, damit ich die Qt-Version 5 hatte. Den entsprechenden Pfad angehängt und dann konnte ich endlich mal die File-Manager-App starten. Und die sieht dann so aus, ne? Vom Terminal aus gestartet. File-Manager-App. Ne? Und dann hatte ich noch so leichte Problemchen mit den Ordnernamen, die waren alle noch auf Englisch, da habe ich Music mal gemacht statt Musik und wie auch immer. Gut, das ganze Ding ist Touchscreen optimiert eigentlich, sieht man daran, wenn ich jetzt länger hier drauf klicke und festhalte, kommt so ein Kontextmenü. Ne? Da konnte ich jetzt mit der Maus nicht hin, ne? Rename oder wie auch immer, Eigenschaften, ne? Sieht man da. Ab ist hier unten dieser kleine Pfeil, da kann man wieder hoch, zurück, meinetwegen ins Dateisystem, ja, oder in das Home-Verzeichnis. Sieht man dann hier auch oben und Actions haben wir dann noch neuer Ordner anlegen oder die Eigenschaften sich anzeigen lassen. View kann man da noch, ne, die versteckten Dateien anzeigen lassen mit dem Kreuzchen. Ne, zack. Sortieren nach Name. Oder nach Datum, Sort Order, aufsteigend, absteigend, kann man da noch einstellen. Und da hat man noch seinen Filter, welche Dateien oder Ordner angezeigt werden sollen, könnte man hier einen Filter noch vergeben. Ne? Wenn da jetzt viele Dateien drin sind, Bilder, kann ich dann was weiß ich, sonstige mal dahin und kann dann entsprechend mir das angucken. Ich sehe im Moment noch keine Vorschaubildchen, weiß ich nicht, ist noch eine ganz, ganz frühe Version. Irgendwie sehe ich da noch keine Vorschau. Bildchen ist eigentlich noch abgespeckter im Moment als Nautilus. Aber wie gesagt, das soll ja auch erst später kommen. Ne? Ich bin eigentlich viel zu früh wieder. Ne? Ich komme immer zu früh, das kennen wir ja. Show Advanced Features kann ich an oder aus. Da sehe ich noch nichts. Hier unten kann ich so hoch, ne? Hochblättern. Dann kommt das Ding wieder, komme ich auf Back. Ne? Nur mal zu gucken, so könnte es jetzt werden. Ne? Ne? Kann ich mir jetzt dann, wie gesagt, hier irgendwas löschen oder so. Delete. Kommt so okay oder nicht okay, könnte ich löschen. Oder meinetwegen bei den Wallpapers da irgendwo ein Hintergrundbildchen öffnen. So ist das gedacht, ne? Touchscreen optimiert. Dann öffnet sich das entsprechende Fenster und das entsprechende Programm erscheint zum Betrachten. So ungefähr ist das gedacht. Also wer das mal testen will, mal ausprobieren will, der kann das mal machen. Go to, was ist das denn? Ah, hier kann man noch einen Ort eingeben. Ne? Wenn ich jetzt direkt ins Root-Verzeichnis will, dann geht man da halt hin oder nicht. So ungefähr sieht das aus. Ne? Wie gesagt, wir gehen nochmal ins File-System. Da kann man, wie gesagt, so blättern. Wenn man Touchscreen hat, was weiß ich, Home, The Red Runner, ne?
kann dann immer so schön plättern. Also das macht mein Ubuntu-System seit 13.04 sowieso, da ich hier einen Treiber habe, der glücklicherweise hier mit meinem Touchscreen zusammenarbeitet. Wunderbar, geht. Ja, ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Wir schauen nochmal auf die Übersicht, dass ich nichts vergessen habe. Das war der Weg der Wahl. Hier haben wir Synaptic. Hier ist die Ubuntu File Manager App aus dieser PPA. Kann man sich die Eigenschaften anschauen. Und wo das dann genau alles ist, ne? Wo das liegt, UserShare, File Manager App und so weiter, kann man sich anschauen. Gut, Paketquellen kann man sich auch noch mal kurz mal rein. Ups, ich muss mich hier so ein bisschen strecken. Software, andere Software, sehe dann hier unten diese PPA, die da hinzugefügt worden ist, die ich da hinzugefügt habe. Wie gesagt, jedenfalls Ubuntu Touch und so weiter machen. Wir waren hier, wie gesagt, unter Trusty in einer frühen Version. Habe ich das mal kurz für euch getestet. Vielen Dank an Ubuntu-Users. Netter Tipp, mal gesehen zu haben, zu wissen, da kommt wieder was. Ich hoffe, ihr habt geholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss.